Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Part 29. Ja, jetzt sind wir hier bei einem seltsamen Sumpf angelangt. Ich habe gerade nochmal versucht, das Spiel, also beziehungsweise habe das Spiel neu gestartet und versucht, diesen Riesenskarabäus hier zu bekommen. Ist mir leider nicht gelungen. Hat sich wieder verzogen. Ja, ich mache zu wenig Schaden einfach noch, ne? Um den denn rechtzeitig. Also ich habe es auch mit beiden versucht, also mit beiden Klingen, aber war noch nichts zu machen. Oh, das sieht hier sehr gefährlich aus. Ist hier irgendeine giftige Schleimbrühe und halt ein Sumpf, ne? Ein giftiger Sumpf. Wahrscheinlich auch. Moment, was haben wir denn hier? Ach so, eine Nachricht war das nur. Ich dachte, ich kann hier irgendwas looten. Mal sehen, ob hier auch noch ein Leuchtfeuer ist, wollte ich schon sagen. Ein Ort der Gnade. Weil dann könnten wir diesen Ort auf jeden Fall jederzeit nochmal besuchen. Ah, die Riesenpömpel hier, die kennen wir ja auch schon. Der auch so eine Giftsprayer hier. Oh Gott, oh Gott. Ja, also hier wird es immer gefährlicher, ne? Je weiter man... Oh, da sind auch irgendwelche Gegner, sehe ich gerade. Können wir da jemanden retten oder so? Oh, hier ist wieder so eine Spur. Fußspuren. Die möchten uns irgendwo hinführen. Oh, es ist ein unsichtbarer Gegner, vermute ich mal. Der wird uns wohl hauen. Ach, hier ist doch wieder diese... Ist das nicht hier, wo diese magischen Magier waren? Ja, ich schätze mal schon, ne? Das ist hier. Ah, so schließt sich der Kreis. Alles klar, dann machen wir hier schon mal. Sind halt nur nicht in diese Richtung geritten, sondern in Richtung der Stadt. Alles klar, dann kennen wir das ja so ein bisschen zumindest schon mal. Aber auch das war mir deutlich zu krass, ne? Ja, da möchte ich erstmal besser gerüstet sein für diese Welt, ehrlich gesagt. Und ich möchte dann erstmal da weitermachen. Ja, können wir hier vergiftet werden oder unser Gaul? Ne, bisher nicht. Wir können hier einfach durchreiten. Jo, was ist das? Ich habe jetzt irgendwas bekommen, mal wieder. Da fragt mich bitte nicht was. Ach, diese Pflanzen sind das, ne? Die machen den magischen Mist hier. Jo, hier sind doch noch irgendwelche anderen Mal. Ach du Scheiße. Jo, alles klar, Leute. Wunderbärchen. Lasst mal gut sein. Oh, Klamotten haben wir gefunden. Neue Klamotten. Warum nicht? Das ist natürlich jetzt praktisch an dem Pferd, ne? Das kommt natürlich auch Speedrunnern sehr entgegen, vermute ich mal, ne? Oh, da ist auch noch was drin. Moment. Jo, da können wir rein, aber nicht wieder raus, richtig? Boah, ihr Schweinepack. Ja, die kann auch nicht mehr viel. Wartet mal, ich ruf mal meine Qualle, dann könnt ihr euch auch mit der so ein bisschen auseinandersetzen, zumindest. Das ist halt voll Gift hier. Eieiei. Ranzig, ranzig. Ich möchte gerne das looten, was da drin ist. Kommt mal raus, ja. Gut, die haben wir. Sind ja noch 1000 mehr hier. Macht ihr auch mal was? Quali, triffst du auch mal irgendwas? Die getroffen. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Es ist viel los. Die haben wir. Quali ist schon tot? Wow. Oh, hat sich schon aufgelöst und schon beschossen oder so. Boah, erschreckt mich doch nicht so. Zaubereien, Anrufungen. Was haben wir denn da? An Orten der Gnade könnt ihr anrufen und Zauber lernen. Ja, das habe ich schon gemacht. Aber bisher nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Ihr müsst einen Stab ausrüsten, um Zaubereien zu wirken. Oder ein heiliges Siegel, um Anrufungen zu sprechen. Ein Siegel, okay. Der Einsatz von Zaubereien und Anrufungen verbraucht... Ja, das wissen wir. Ah, jetzt haben wir den Zauberstab gefunden. Zu den Klamotten, offenbar. Ja, gucken wir uns mal die anderen Ruinen an, ne? Ah, dann möchte ich natürlich da weitermachen, wo wir die Feuer entzünden müssen, ne? In dieser Gegend fragt mich nicht mehr, wie das hieß. Also fremdartige Begriffe, natürlich. Oh, hier sind Geysire, da müssen wir aufpassen. Auf welcher Seite sind wir denn jetzt? Ah, jetzt sind wir hier, hier ist wieder ein Ort der Gnade. Na, das ist doch schön. Haben wir jetzt alle Ruinen soweit erkundet? Soll ich das entzünden? Macht das Sinn? Ah, hier ist der Baum.
Der Baum ist überall. Kann das mal sein? Na gut. Gehen wir erstmal hier in den Ort der Gnade. Frischen wir unsere Tränke auf. Na, das konnten wir doch jetzt. Wenn ich mich nicht irre. Stufenaufstieg können wir noch nicht. Ne, leider nicht. Ich habe jetzt nicht wirklich viel. Stufenaufstieg. Hä? Ne, Flaschen. Achso, Flaschen wollte ich. Flaschenaufladung. Haben wir nicht gefunden? Nicht genug holen. Ne, scheinbar nicht. Flaschen verstärken. War das sowas, ja? Ne, ich habe noch gar nicht gefunden. Ne, dann war das doch was anderes, was ich da entdeckt hatte. Leider noch keine Verstärkung, was seltsam ist. Wahrscheinlich muss man dazu wirklich diesem regulären Weg folgen. Na gut, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder einen Ort der Gnade freigeschaltet. Jetzt können wir uns wieder zurück teleportieren, wenn wir das wollten. Aber ich weiß nicht, was mich immer zu diesem Impuls bringt, mich heilen zu wollen. Na gut, weil die Welt einfach so feindlich ist hier. So lebensfeindlich. Man möchte es permanent heilen. Oder hat das Bedürfnis, sich permanent zu heilen? Nein, wir wollten natürlich das Pferd rufen. Buh, was bist du? Ist das ein Vogel oder so? Ne, ist nur nass. Na, ich guck mal noch weiter hier. Ach, hier ist ja noch wieder so ein Skavak. Hat sich gleich aufgelöst. Was ist denn das? Will er mich trollen? Ah, das sind die besonderen Skarabäen, ich sehe schon. Jetzt hat er sie endgültig aufgelöst, oder? Ne, irgendwo hängen doch. Ach da. Na, nimmst du den. Jetzt aber. Jetzt ist er weg. Ach man, scheiße. Ne. Er ist hier, wähl den aus. Scheiße! Was bist du? Moment, ist das nicht diese... Ist das nicht der Boss? Ne, ist kein Boss. Aber sieht so aus wie der eine, ne? Malinia, oder wie die heißt. So ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass es ist. Oh, die hat ordentlich Zaubertricks auf Lager. Wo ist denn das Ding jetzt? Er hat sich jetzt wohlgefallen aufgelöst, endgültig. Keine Geduld mehr mit uns gehabt, der muss halt mehr Schaden machen. Ah. Ja, rotzen kann die auch noch. Oder er. Naja, geht aber nicht. Ein Schaden, er ist doch ein Standard-Gegner. Boah, weg hier. Au! Alter, ich habe ja eh nicht viel zu verlieren. Ja. Außer das Leben. Schlecht getimt, der Angriff. Scharlachfäule. Ah, das ist die Krankheit hier, die man, die sich da aufbaut nach und nach. Ah. Kellet. Okay. Es ist Kellet. Wer ist das da? Was ist das schon wieder? Ach, das ist einer von den unsichtbaren Magiern, richtig? Warum kann ich den nicht anwählen? Kann ich mit dem quatschen? Jo, kann mit dem quatschen. Wen? Scharlachfäule. Sagt nur dasselbe. Wen meint er, dieser jemand, der mich da angegriffen hat, oder was? Egal. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Wo war denn derjenige jetzt? Wo war denn dieser Skarabäus eigentlich? Ich krieg mal doch mal was Besonderes zur Abwechslung. Da ist er. Ey, triff doch einfach mal. Ohne den...
Noch einmal. Nein, die mal getroffen. Wo ist er jetzt? Da. Oh, taucht das Vieh wieder auf. Ja, endlich. Oh ja. Gift der Nebel, einen Zauberspruch erhalten. Jo, das lohnt sich dann und wann dann doch. Ja, man kann gegen diese schlecht kämpfen, weil die natürlich... Boah, ich bin direkt da krank. Oh, ich bin schon krank. Oh, das macht so Schaden. Wunderbar. Na geil. Oh, das war die Scharlachfreude. Und durch die anzuwürgen. Ja, dagegen haben wir auch noch kein Rezept hier. In diese Krankheit. Man kann ihn ja leider nicht irgendwie... Gegner zählt Duelland. Ja, den haben wir schon besiegt. Ein Duelanden, ne? Auf jeden Fall ein Wächter-Duelanden. Ja, ist egal, Leute. Das hat hier noch keinen Sinn. Ich werde mich mal wieder in dieses andere Gebiet... Was auch gefährlich ist, aber nicht ganz so krass wie hier, glaube ich. Naja, ich meine, es geht ja auch. Aber man wird halt krank. So schnell, ne? Und ich denke mal, mit fortschreitender Stufe werden wir nicht mehr so schnell erkranken. So, Quatsch. Ich muss ja dazu... Ich bin noch gut, ey. Wo sind wir hier? Ja, das habe ich halt befürchtet, dass hier nicht so wirklich... Kristalltunnel. Ach doch, die sind markiert. Hier ist auch noch was. Seht ihr die Stadt der Zauberer? Genau, das ist ja da, wo wir waren. Kristall von Celia. Nee. Siofra, da. Das ist diese Gegend. Tiefer Brunnen. Da gibt es nur ein Feuer? Da gibt es noch mehrere Orte der Gnade, oder nicht? Na egal, ich muss erstmal mich da irgendwie hin teleportieren. Mach das, ja. Achso, ich bin auf Abbrechen versehentlich gegangen. Ich bin die Steuerung, ja. Achso, Okay, von hier aus kommen wir immerhin wieder zurück. Das ist ja schon mal ganz gut. So, jetzt geht es nämlich wieder nach unten. War ja weitaus höher. Vielleicht können wir uns von unten dann wieder weiter teleportieren. Dass das denn automatisch aktiviert ist. Dieser untere Bereich sozusagen. Ne? Ich weiß ja, ob man sich da innerhalb der Karte durchschalten kann. Ich glaube eher nicht. Mann, ist das tief. Wahnsinn. Aber schön, ne? Jo, das sagt uns, wir sind hier irgendwo in einer Höhle immer noch. Auch wenn die Höhle gewaltig ist. Mehr als gewaltig. So, und jetzt, genau, jetzt warten ja meine Vermutung, dass ich mich hier irgendwo... Ne, Wald der Jünger, Ufer von... Ah, doch, Wald der Jünger. Wo ist das? Unter dem Brunnen. Ach, da sind wir unter dem Brunnen, genau. Wald der Jünger. Ich teleportiere mich jetzt mal hin, Leute. Oh Mann. Weil wir müssen ja noch die ganzen Feuer aktivieren. Aha, genau. Jetzt waren wir hier. Ich glaube, in dem Bereich haben wir soweit alles gemacht. Was ich jetzt auf den ersten Blick zumindest gesehen habe. Wissen nicht, ob da noch ein Feuer zum Aktivieren war. Aber ich glaube nicht. Da ging es ja nur hoch, da war dann der Wasserfall und so, ne? Und am Rand der Ruinen ging es dann weiter. Naja, ich glaube, hier ist auch nichts weiter. Das haben wir entzündet, also hier haben wir mindestens zwei Feuer entzündet. Dann ging es da hoch, da waren wir schon. Dann ging es in die andere Welt. Oh, ich glaube, hier habe ich soweit alles gemacht. Naja, dann reiten wir wieder zurück. Und gucken mal, was es da noch so zu entzünden gibt, ne? Ich hoffe mal, dadurch wird irgendwas getriggert, aber hundertprozentig, Leute. Kommt vielleicht so eine Sequenz oder so, ne, dass man da Bescheid weiß. Jo, ihr habt es geschafft, ihr habt alle Feuer aktiviert oder so, ne. Also die sind auch wieder so eine Viecher. Aber das haben wir schon entzündet, ja. Also die meisten habe ich vielleicht schon, ich weiß nicht, wie viel es gibt halt, ne. Das ist halt auch so eine Frage. So, hier brennt auch eins.
Ich glaube, die hatten damit nichts zu tun, oder? Ah, hier steht doch auf jeden Fall was. Ah, wie ein Schmiedestein. Größt, also normalen, denke ich mal. Aber ich brauche mehr kleinere. Kleinere gibt es ja erstaunlicherweise gar nicht. Oder? Wow. Ach, ja, euch mag ich ja. Aber ich verdammel da hätte Bogenschützen, ey. Ich dachte schon, das Pferd ist hier weg. Das haben wir schon entzündet, ne? Ja, ja. So, bloß hinter den Bäumen hier verstecken irgendwie. Ist ja hier brandgefährlich. Da oben waren wir, oder? Hey, ihr Schweinebacken. Genau, hier war nur so ein Dings. Ein Teleporter. Aber ich möchte mich noch nicht wegteleportieren, sonst sehe ich hier gar nicht mehr durch. So, oh Gott, hier haben wir hier nicht geschossen direkt. Und konnte ich gerade einsammeln. Geht's hier auch weiter? Ne, da war ich doch, ne? Naja, das war das Ding, ne? Das Feuer. Oh Scheiße, das schießt auch hier. Ja. Genau, da war Ort der Gnade. Da war das eine. Oh Scheiße. Hier ist die Hölle los. Genau, das haben wir auch entzündet. Was auch immer es bringt. Soll es einfach nur für Helligkeit sorgen oder so? Ich weiß nicht. Aber ich denke nicht. Das hat hier eine besondere Bewandtnis mit diesen Feuern. Diesen Signalfeuern. Hier geht es auch höher, wie es ausschaut. Aber ich will erstmal alles aktivieren, was hier auf dem Boden ist. Da sind auch wieder etliche von den Biestern. Lass mich hier mal näher umsehen, ey. Nee, das war. Das hatten wir. Den hatten wir aktiviert da oben, ne? Oder noch nicht? Ah ja, hatten wir aktiviert, okay. Gut, das wollte ich nur noch mal kontrollieren. Ui, wie sind wir dann durchgekommen, dass wir das geschafft haben? Respekt an mich selbst, dass ich das geschafft habe. Oh, also links dürfte dann demnach auch alles aktiviert sein. Was ist denn das da? Das haben wir, glaube ich, auch aktiviert, ne? Das wird von diesen komischen Leuchtkugeln da bewacht. Jo, hatten wir aktiviert. Oh, kann man euch nicht besiegen irgendwie? Ihr seid lästig. Gut, da hatten wir alles aktiviert. Da geht eine Leiter hoch. Gut. Wow, 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 wow. Irgendwas gelootet. Genau, da oben war das. Die tollen Bogenschützen. Moment, hier gibt es noch was zu looten. Nur ihr Adler. Oh, Scheiße. Ey, ich hasse diese Bogenschützen. Da jetzt hoch. Jo, wie geil ist das denn? Na, da gibt es auch was zu aktivieren, oder? Aber der Weg wird... Boah, das ist geil, was für ein Ausblick, ey. Da sieht es auch so bedeutungsschwanger aus, da drüben. Hm. Auch so ein Schrein oder sowas. Ich weiß noch nicht, was es bedeuten soll, Leute. Aber hier kommen wir da ja nicht rüber, oder? Doch, kommen wir. Aber es soll nicht allzu einfach sein. Haben sich die Entwickler gedacht. Geht aber. Scheiße. Oh. Ah, hier ist was zu looten. Immerhin. Oh, ein Steinschwertschuss wieder gefunden für irgendeinen so Tunnel wieder. Oder so einen besonderen Dungeon oder Zugang oder was auch immer. Da steht jemand Einsames. Und hart da irgendwelcher Dinge. Ah, sieht aus wie ein Krieger, der da auf uns wartet. Aber wir werden ihn nie sehen oder so. Nie zu Gesicht bekommen. Na ja, doch, irgendwann schon, denke ich. Davon gehe ich ja mal aus. Aber ich glaube, jetzt komme ich von hier aus nicht mehr weiter. Also nicht mehr zurück. Nee. Scheiße. Hm. Moment, hier gibt es noch einen unterirdischen. Ah! Okay.
Es gibt da nichts weiter. Nur diesen ollen Schlüssel. Gut, wir haben nichts verloren. Alles. Okay. Okay, weiter geht's. Oh Mann, ey. Beweg dich. Oh, fuck, Alter. Da ist noch so ein Ding. Ich seh's. Ach, Mann. Was hat denn da noch geschossen? Da war es. Ich sehe nur ein einsames Glühwürmchen da lang tanzen. Oh, was schießt denn da noch auf uns? Oder lösen sie sich da noch auf, oder was? Keine Ahnung, Leute. Oh, das ist ein krasses Gebiet hier. Ah, ich weiß ja nicht, wo ich hier lang soll. Ohne mich in Gefahr zu bringen. Ja, das ist ein Ding. Sie, wie nah darf ich denn ran an die? Ohne beschossen zu werden. Aber hier, ja, den nehmen wir uns noch vor, den einen Obelisken hier. Wenigstens. Ach man, geh weg. Oh, ich will doch nicht so weit springen. Das Ding aktivieren. Mann, spring nicht weg. Oh, ich hasse diese Bogenschützen. Oh, was? Was? Überreste? Irgendwas ist passiert. Müssen sie nicht schneller bluten? Kann ich die Waffe auf einen nicht fahren? Wir bluten gar nicht. So. So, oh! Ein Horn habe ich mal bekommen von denen. Sprießen das sogar. Dass die dann mal so leicht gestaggert sind. So. Ah, da haben sie uns nicht viel entgegenzusetzen. Irgendwas ist passiert, aber frag mich nicht was. Ein entfernter Mechanismus oder so? Ich habe es jetzt echt nicht gelesen, ne? Muss mir erstmal die Folge nochmal ansehen. Weil die mich halt aktiviert. Also die lassen ja nicht mal in Ruhe lesen. Ah, oh, Schweinebacke. Lass mich in Ruhe lesen. Nein! Nein! Warum hatte ich denn keine Ausdauer mehr? Irgendwas hat sich aktiviert, auf jeden Fall. Vielleicht haben wir jetzt alle aktiviert. Hm, kann ja sein. Also, alle Leuchtfeuer, die notwendig waren. Und es geht jetzt weiter irgendwo. Aber wo? Vielleicht da, was wir vorher gesehen haben, da von oben. Ja, der besondere Ort da. Aber erstmal hole ich mir meine teuer verdienten Runen zurück. Schwer verdienten. Mann, mach doch mal Tempo hier. Er macht nur kurz so einen Galopp. Schweinebacken. Ihr seid echt fies. Das ist das. Ah, ey, ich hasse diese Typen so sehr. Reite doch mal schneller. Ja, da. Da wollte ich hin. Au! Den haben wir doch schon aktiviert, ne? Das war nur ein paar. Ah ja, hier das auch. So, scheinbar haben wir das jetzt alles. Moment, da liegt noch was, oder? Oder ist das bloß so ein oller Kerzenschein wieder, der mich. Ui! Ja, da hat sich was aktiviert. Ja, ach, das sieht man daran, dass hier alle Feuer an sind. Okay, scheinbar haben wir das jetzt aktiviert hier. Was kriegen wir als Belohnung? Einen dicken, fetten Boss, der uns auf die Schnauze hat. Karte Siofra haben wir gefunden. Geil, Karte gefunden. Ach du Scheiße, Leute. Heilighornland. Aber ich dachte, da bin ich schon im Heilighornland. Die Hörnten haben mich ganz schön auf den, aufs Horn genommen. Und auf den, aufs Korn. Dem sie geschossen haben. So, wer bist du jetzt? Ach, wieder so ein Teleporter. Wahrscheinlich. Ins Heilighornland. Ach nee, das ist ein Hirsch. Oh. Kriegen wir hier mal was Schönes? Gehörnte Überreste berühren. Machen die uns jetzt stärker? Oh, ich wusste doch. Der hat uns zu einem Boss teleportiert. Na geil, er sieht doch wieder keine Sonne. Als Belohnung, ich sage, kommt wieder ein Boss.
Aber welche? Ach, da ist ja der Thorn. Ahnengeist. Kann ich hier Gaul aktivieren? Nope. Geht hier nicht, leider. Genau. First Blood auf jeden Fall. Ist ja schön ein optionaler Boss. Oh, schöne Musik, aber ey. Wahrscheinlich ein sauschwerer Boss, aber oh, da sollte man nicht reinlatschen, glaube ich. Und die Qualle latscht natürlich volle Kanne da rein. Und wenn man dann latschen. Ah, ja, natürlich kommt er nochmal zurück. Ja. Die Qualle nutzt einem hier gar nicht. Oh. Doch, die ist noch da. Ja, sie lebt noch, aber nicht mehr lang. Ja. Ah, jetzt bin ich zu früh. Oh, natürlich, das kann er auch noch austreten. Pfui. Macht er nur. Ja, okay. Ja, das ist halt der Nachteil, ne, an Nahkampfattacken. Wir hatten auf der PlayStation Magier ausprobieren, wie sich das spielt. Wahrscheinlich auch leichter. Ah, ich wusste doch. Und looten kann er auch nicht. Oh Gott, der macht dann mächtig Schaden hier. Ah, das werde ich nicht überstehen. Oh, natürlich bin ich aber wieder zu früh gewesen. Ja, dreimal, klar. Nee, Leute, das ist der, kann ich mal bieten, glaube ich. Ist ja ein Geist. Ne? Marikas Fall ist da gewesen, ne? Hätte ich nicht gesehen. Ja, ich würde es noch einmal probieren, aber dann lassen wir das sein hier. Also ich bin. Aber immerhin, wir haben ihn aktiviert. Ne? Das ist immerhin ein. Zumindest ein bisschen Progress haben wir gemacht. Kleinen Fortschritt haben wir erfahren. Oder aktivieren wir auch. Ich probiere mal. Rotz das Ding voll. Mit Fieder. Ja, ich kann. Der rotzt ja nicht voll, ja. Da wo es niedergeht, darf ich mich nicht aufhalten und macht permanent Schaden. Ach Scheiße, ey. Nein! Was? Nein. Ich muss endlich mal lernen, das zurück zu switchen. Auf meine Heiltränke. Aber der hat natürlich auch eine zweite Phase, ne? Davon geht mal ganz massiv aus. Aber die Musik ist wunderschön. Ich komme ja nicht mal ran, ich kann ja nicht mal schlagen. Boah, ich brenne natürlich genau rein in die Scheiße. Weg! Ja, da war ich noch in der Trink-Animation. Weg. Ah, genau drauf. Leider. Rotzt da nicht alles voll hier? Oh, irgendwie hat es mich getroffen. Keine Ahnung, was der für eine Hitbox hat. Aber die ist auf jeden Fall heftig. Ich kann ja kaum. Ich treffe ihn kaum. Das ist halt das Hauptproblem gerade. Genau. Und drei. Naja, aber das wurde ja auch anvisiert, ja? Hm. Ah, ich war noch in der Schlaganimation. Nee, da haben wir noch keinen Schneid gegen den. Überhaupt nicht, Leute. Aber ein geiler Boss. Geile Musik dazu. Definitiv. Kann man nichts gegen sagen. Ist echt cool. Also echt schön, dass wir das freigeschaltet haben.
Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon mal, ihm dann zumindest auf Augenhöhe zu begegnen, ne? Wenn wir dann ein bisschen weiter fortgeschritten sind, vor allen Dingen die Waffen abgegradet haben, was ich ja noch überhaupt nicht gemacht habe. Ich probiere mal nochmal den Dolch, ne? Moment. So, jetzt muss ich den aktivieren. Ne, den wollte ich jetzt in einer Hand nehmen. Ah, okay. Muss man die andere Waffe sozusagen weglegen und dann. Ja, ich probiere das nochmal mit der Waffe. Weil da können wir immerhin ein bisschen was schleudern. So, gleich wieder umschalten. Die Heilung, Mann. Warum schaltet das Spiel automatisch nochmal zurück? Hä? Na gut, da war jetzt eh nichts mehr. Greift der mich jetzt an oder die Qualle? Die Qualle. Jetzt mich. Auch von dem Dolch hat er wirklich nur einen. Leider. Ich glaube, da brauchen wir erstmal mächtige Talismane. Da ging die Schicht zu haben. Ah ja, ich wusste, dass er das macht. Die Scheiße, weg aus der Ruhe. Ja, der ist jetzt nicht so schwer, wenn man jetzt Lebensenergie hat und vor allen Dingen austeilen kann. Ich treffe den. Der wird da oben anvisiert, ja, wo man überhaupt nicht rankommt an den Corpus. An den Corpus Delicti hier. Das noch nicht. Weil es so schön war, macht das nochmal. Ja, er macht es dreimal, genau. Hätte ich noch einmal drücken müssen. Ah, egal, bitte. Das hat jetzt keinen Zweck. Wie gesagt, ist eine geile Mucke, ist ein geiler Kampf, auf jeden Fall. Eindrucksvoll. Schön, wie man das auch erstmal freischalten muss, ne? Wobei man das schon kennt, ne? Von den, oh Gott, wie hießen die? Fragt mich nicht. Aber ihr wisst, glaube ich, wen ich meine, ne? Diesen berühmten Boss, diesen, ja, Pharus. Irgendwas mit Pharus? Ne, hat niemand mit Pharus zu tun? Irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Diesen Feuerboss auf jeden Fall aus Dark Souls 3. Da musste man ja zunächst auch diese Feuer alle finden und aktivieren. Das waren nicht ganz so viele wie hier. Aber auch erst danach hat sich dann das Tor geöffnet und man konnte dann an dem Bosskampf quasi teilnehmen, wenn man das so möchte, ne? Oder den Bosskampf bewältigen. Okay, ja, dann mache ich erstmal Schluss an der Stelle. Bye, bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Schack. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch auch diese Folge gefallen hat, lasst ein Like im Norden da. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.